Schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Hüpft die Amsel übers Gras, haben die Würmer keinen Spaß. Aber ich habe Spaß in meinem Rasen. Vor allem hier in dieser Megastelle. Ja, ich weiß, Vögel. Jetzt kommt der Rasenfreak hier über den Rasen. Ja, was machen wir heute Morgen? Herrlicher Freitagmorgen. Och, fragt mich nicht. Irgendwas um den 22., 23. April. Die wunderhübsche Felsenbirne. Einer fragte mich mal nach dieser Felsenbirne. Felsenbirne ist ein wunderhübscher Baum. Die Felsenbirne hat leckere Früchte. Diese Früchte stören überhaupt nicht auf dem Rasen. Wenn die Früchte runterfallen, ist das wie Dünger ruckzuck weg. Im Herbst hat die Felsenbirne eine wunderschöne Rotfärbung. Im Frühjahr eine wunderhübsche weiße Blüte. Ein toller Baum, der ist schon sehr alt. Wir haben zwei Felsenbirnen, eine vorne im Sandbunker, eine hier schon seit längerer Zeit. Und die ist schon ein bisschen alt, die Felsenbirne. Aber wir haben ein Problem. Wir haben hier immer wieder Schneeschimmel auf den Blättern. Und den versuchen wir schon seit ein paar Jahren nicht so ganz konsequent mit Milch, mit schöner Frischmilch zu bekämpfen. Natürliche Bekämpfung des Schneeschimmels, weil ja, der soll nicht giftig sein, nicht schädlich sein, aber die Früchte, die dann auch mit Schneeschimmel bedeckt sind, die zu essen, macht dann nicht so wirklich Spaß. Sonst diese Früchte der Felsenbirne, total lecker, kleine Früchte, hochgradig schmackhaft, tolle Sache. Ja, und dann, wenn man jetzt heute Morgen ein bisschen Milch drauf spürt, sollte ich mal wieder meinen Gimbal nehmen. Was auch an der Felsenbirne wirklich toll ist, das ist kein Flachwurzler. Also sie kann toll im Rasen stehen, ohne dass irgendwelche Wurzeln hochkommen. Sehr, sehr schöner Baum. Wenn Hallo. Sie nicht mit Mehltau besetzt wäre, könnte man auch ihre Früchte essen. Ich hab schon geduscht heute Morgen. Ich habe sie auch von unten gemacht, auch von innen. Die sind jetzt mit so einer milchigen Emulsion komplett besprüht. Das sieht richtig gut aus. Richtig gut. Und das ist die biologische Kriegsführung gegen den Schneeschimmel. Was ist? Die sind noch nicht besetzt, die Blätter, sagt meine Frau gerade. Noch kein Schimmer. Ich mache mir keinen blassen Schimmer. Da ist noch kein Schneeschimmel drauf. Cool. In zwei Wochen nochmal. Und wie oft dann? Dreimal insgesamt. Dreimal. Im Abstand von zwei Wochen soll dann die Milchsäure den Schneeschimmel bekämpfen. Bist du sicher, dass Schneeschimmel das gleiche ist wie Mehltau, ja? Aber wir reden vom Mehltau? Ja. Verdammt, Freaks, ich habe alles falsch gesagt. Wir reden vom Mehltau. Mehltau. Der Rasenfreak hat nur Ahnung vom Rasen. Alles, vergesst alles, was ich gesagt habe. Es geht um Mehltau, es geht nicht um Schneeschimmel. Schneeschimmel ist Rasenkrankheit. Mehltau. Mann. Mehltau. Es geht um Mehltau auf den Bäumen. Wie komme ich ja, weil ich immer nur an Rasen denke, habe ich alles falsch gesagt. Also es geht um Mehltau. Ich muss das, glaube ich, überall korrigieren. Pilz? Ein Pilz. Ach, Schneeschimmel ist aber auch ein Pilz. Im Grunde um alles das Gleiche. Also ich werde auch jetzt hier keinen Schneeschimmelrasen haben, weil die Milch jetzt drauf gehört. Nein, Quatsch. Ich rede nur blödes Zeug. Also, Mehltaubekämpfung mit frischer Milch. Dreimal in Abstand von 2 Wochen. Die Blätter von oben und von unten besprühen. Und das geht mit so einem Druckstrahler echt hervorragend. So, Freaks, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran.
Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Ciao.